Sohn trifft Bäcker ist wieder unterwegs mit dem Format sozioökonomische Plaudereien in der Krise. Und mit dabei ist natürlich wieder Professor Lutz Bäcker. Und ja, wir machen das ja wöchentlich. Und bevor wir zum eigentlichen Hauptthema kommen, laufen wir uns noch ein bisschen warm. Liebe Annette, die hat das ja beim letzten Mal auch gefragt. Was ist so in den letzten Tagen bei dir passiert, Lutz? Also mir fällt das auch auf, alleine durch das Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung war ich ja jeden Tag gefordert, sogar am Karfreitag, wo wir ja noch zwei Sendungen gemacht haben. Und ich sehe gerade, kein Ton kann nicht sein, Joas, das ist nicht möglich. Also wir können gerne noch eine Überprüfung machen, aber wir haben hier Ton. Ah, Skype ist kein Ton. Sorry. Ja, also, bei Skype war kein Ton, den hatte ich runter, hier war, bei einem Soundlevel war das unten, komischerweise. Okay, also jetzt, ich müsste zu hören sein und jetzt, Bäcker hat keinen Ton, jawohl. Skype war bei mir deaktiviert, ja, also nochmal Lutz, deine Woche. Ja, nochmal frohe Ostern dann. Und ja, ich hatte schon gesagt, die Woche war, es war gut, dass jetzt mal Feiertage waren, weil die letzten Wochen waren doch sehr intensiv. Wir haben ja alles auf online umgestellt, sowohl unsere internen Meetings als auch natürlich die Vorlesung. Und es ist alles sehr dicht, sehr anstrengend im Grunde genommen. Und auch das Feedback der Studierenden ist auch, dass sie sagen, wir sind extrem gefordert, es ist super anstrengend. Und ja, wir müssen uns alle drauf gewöhnen. Das macht auch Spaß auf der anderen Seite, aber wie gesagt, für uns alle immer wieder eine Herausforderung. Ja, also ich mache das ja nun schon einige Jahre auch, diese virtuellen Formate, aber ich muss sagen, wenn man es jeden Tag macht, teilweise über mehrere Stunden, beispielsweise mit dem Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung, wo wir ja mindestens einmal dann pro Tag dann eine Sendung gemacht haben, teilweise sogar mehr. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Also ich war dann auch mal froh, dass ich zwischendurch jetzt mal eine Pause gemacht habe am Samstag, Sonntag und ja, heute am Ostermontag sind es ja Plaudereien, da sind wir auch gefordert, aber das ist nicht vergleichbar dann mit so einem Projekt wie der Politikstunde beispielsweise bei der Bundeszentrale. Da muss man schon eine ganze Menge Stellschrauben bewegen und beachten und natürlich auch die Tonproblematik, die hat sich jetzt aber erledigt. So, ja, Hello. Und ja, was ist dir noch so aufgefallen in den Debatten und anderen? Ja, also im Moment haben wir natürlich sehr intensiv die Exit-Debatten, wo wir letzte Woche ja auch schon mal drüber gesprochen haben. Und das verfestigt sich jetzt. Ich bin da, muss ich sagen, ein bisschen skeptisch, das jetzt so kakophonisch zu diskutieren. Weil ich fürchte, wenn es einfach zu viele Stimmen gibt, dann steigt die Unsicherheit, dann sinkt das Vertrauen. Und letztlich ist das Vertrauen ja das, was als Kitt unsere Gesellschaft zusammenhält. Und ich wundere mich auch, aus welchen Ecken da immer wieder Kritik kommt. Also gerade auch von Seiten der Presse. Die Presse gibt's ja nicht. Aber gerade auch bei den öffentlich-rechtlichen sehe ich sehr oft dieser Aspekt, dass sehr viel Druck gemacht wird. Und ja, ich verstehe es natürlich. Die Situationen sind natürlich für viele Menschen, auch in meinem Umfeld, wirklich dramatisch. Beruflich, gerade Freiberufler haben im Moment sehr zu kämpfen. Natürlich die Wohnsituation, gerade in Städten, ist nicht immer so, wie man sich das wünscht. Also ja, ich sehe natürlich die Probleme. Aber die Frage ist natürlich, wie schaffen wir einen möglichst guten Weg daraus? Und ich glaube, da müssen wir einfach noch mal ein bisschen Geduld haben, um dann eben zu schauen, wie wir es machen. Gut, die Leopoldina-Forscher haben ja jetzt einen Fahrplan vorgelegt, für die Bundesregierung. Das ist ja jetzt vom Spiegel veröffentlicht worden. Ja. Ich glaube, das sollte man vielleicht auch mit
aller Ruhe und auch Nüchternheit diskutieren. Ich glaube, das gilt für beide Seiten. Also auch die, die jetzt nochmal krampfhaft immer mit den Fingern auf andere zeigen, dass man halt zu schnell dann in den Exit geht oder ne, die anderen sagen zu langsam. Ich glaube, wir sollten uns da ein bisschen zusammenreißen. Ne? Also diese kleine Empfehlung gebe ich auch Professor Müller-Tuchauer, mit dem ich mich jetzt auf Facebook angelegt habe. Insofern in den vergangenen Tagen habe ich nur ein einziges Mal gesagt, man sollte sich eben auch vor Scheinkorrelationen hüten, was beim Cosmo-Monitoring mir aufgefallen war. Das eine ist die sehr gute Arbeit bei den Bewegungsdaten. Da muss ich ganz klar sagen, macht beispielsweise die Humboldt-Universität, macht das Forscherteam einen richtig guten Job. Ich habe mir dann auch mal diese ganzen Daten angeschaut auf der aggregierten Ebene, dass man da dann auf Auffälligkeiten auch achtet und dass man da in den vergangenen Tagen eben auch Entwicklungen gesehen hat, die nicht so positiv waren. Die hat man dann aber mit einer Tausender-Befragung korreliert und dann die Behauptung aufgestellt, das Ganze würde damit zu tun haben, dass die Bevölkerung insgesamt die Maßnahmen wohl jetzt eher ablehnen würde oder dass der Anteil der Menschen, die kritisch zu den Ausgangsbeschränkungen sich äußern, dass dieser Anteil gestiegen sei. Das auf einer Panel-Befragung auf Grundlage von 1000 befragten Menschen in Deutschland und da habe ich gesagt, also ob man diese zwei Datenstränge jetzt zusammenwürfeln sollte, halte ich für sehr fragwürdig. Das war quasi nur meine Anmerkung mit den Scheinkorrelationen, weil ich glaube, man darf eben auch nicht andere Faktoren außer Acht lassen, wie beispielsweise das extrem gute Wetter, was wir hatten, ja, in den vergangenen Tagen. Ja, oder Ostern, die Ostereinkäufe. Dass natürlich viele Leute sich nochmal für diese 4 Tage eingedeckt haben. Und man sah ja auch, dass die Städte sehr, sehr voll waren. Und dadurch hast du einfach einen höheren Mobilitätsdruck, der dann entsteht. Ja, und da hat dann Professor Müller-Thorau dann um sich geschlagen. Also ich meine, er hat dann entsprechende Attribute ins Feld geführt und Henning Thurau, das andere ist Müller Thurau, ja, ach, Müller Thugau, ja, Henning Thurau heißt er, genau, richtig, Entschuldigung, das war jetzt nicht Absicht, Marketingprofessor in Münster und der halt einfach diese Geschichte so nicht gesehen hat, okay, aber ich sehe schon die Gefahr, dass man aufpassen muss, nicht Scheinkorrelationen in die Welt zu setzen, wo man noch andere Faktoren berücksichtigen muss, wie eben das Wetter oder Ostereinkauf oder. Also da sollte man schon ein bisschen vorsichtiger sein in der Empirie. Ja, ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen ein Problem. Wir sind natürlich extrem, werden wir gedrängt. Und ich habe so den Eindruck, dass dann einige die Prinzipien wissenschaftlicher Qualitätssicherung einfach auch übersehen aus dem Zeitdruck heraus. Und natürlich viele dieser Papers, die veröffentlicht werden, das sind ja auch keine Papers, die peer-reviewed sind, sondern das sind Papers im Hypothesenstatus. Ja, und dann kommt eigentlich erstmal die Diskussion. Also zum Beispiel die Frage, die jetzt gerade auch durch die Presse geht in Korea, woher kommen die Reinfektionen? Woran liegt das? Ja, wie hoch ist der Immunisierungsgrad? Ja, also offensichtlich scheint es so zu sein, offensichtlich, also wirklich Hypothese muss deutlich sein, dass also in der Shanghai-Studie, dass 30% der Infizierten keine signifikanten Antikörper ausbilden, ja, und deswegen anfällig für Reinfektionen sind. Und das sind Sachen, da kann ich nicht sagen, dass es so oder so, sondern da kann man nur sagen, das muss man sich nochmal genau anschauen. Haben die das Richtige gemessen? Haben sie richtig gemessen? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieser Aspekt der wissenschaftlichen Qualitätssicherung darf nicht verloren gehen. Und wir schauen alle immer auf Einzelmeinungen. Mhm. Ja, also, und ob das jetzt ein Herr Streeck ist oder Kikulé ist der andere, glaube ich. Und dann schaut man sehr stark auf diese Einzelmeinungen, die aber dann eben auch nur Einzelmeinungen sind. Und in der wissenschaftlichen Community, also gerade wenn wir zum Beispiel über Statistik sprechen, ich traue mich ehrlich gesagt nicht ein komplexes statistisches Problem ohne Statistiker, ohne Methodiker anzugehen. Und das sind oft ganz heiße Diskussionen, die wir haben. Wie ist es jetzt eine Korrelation? Ist es eine Kausalität? Sind die Variablen gerichtet? Sind sie ungerichtet? Und so weiter und so fort. Das ist nicht einfach. So ist es.
Ja. Und insofern sollte sich auch eine Psychologin, die in diesem Cosmo-Monitoring mitmacht, das sich dann auch nicht so einfach machen in einem Interview mit dem Spiegel. Der Spiegel greift das natürlich dann auch dankbar auf und hat eine entsprechende Schlagzeile. Und andere nutzen das halt auch wiederum, um mit dem Finger auf die Leute zu zeigen. Und da sage ich, ein Wissenschaftler wie Hennig Thurau sollte nicht mit den Fingern auf die Leute zeigen. Ich finde das schlichtweg unwissenschaftlich. Sorry, ja, dass ich das an der Stelle sagen muss. Damit will ich die Forschungsarbeit des Marketingprofessors ja nicht in Frage stellen. An der Stelle sollte er dann aber vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Ja, also wir haben ja ein Thema, aber du hast noch vorab ein Thema. Ja, wir haben heute, hätte mein langjähriger väterlicher Freund, muss man sagen, Mitherausgeber Johannes Erhardt seinen 80. Geburtstag gehabt. Und das ist jemand gewesen, der mich sehr stark beeinflusst hat, persönlich. Also er war einer dieser Menschen, wenn du mit ihm in einem Gespräch warst, du hast immer irgendwas mitgenommen. Und das, wo du darüber nachgedacht hast, was dich beschäftigt hast und so weiter. Und ich habe ihn kennengelernt Anfang der 90er Jahre. Wir haben damals ein Beratungsprojekt in Northeim gehabt. Da ging es um die IT-Strategie des Landkreises. Und da habe ich ihn und seine Frau, die Erika Mann, die du ja auch kennst, der seine damalige Frau, muss man dazu sagen, kennengelernt. Und ja, und daraus hat sich eine interessante Freundschaft entwickelt. Die anderen beide sich haben sich kurz danach getrennt, sind unterschiedliche Wege gegangen. Erika Mann ist ja dann nach Brüssel gegangen. Und ich habe kaum einen Menschen kennengelernt, der mich wirklich immer wieder so fasziniert hat. Und er war für mich so eine Art Role Model. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war mal auf einer Veranstaltung in der Uni Hannover. Er war Bildungstheoretiker in Hannover. Und dann kam er durch die Tür und er war klein, hager. Und dann hat er links und rechts, also jeweils eine studentische Mitarbeiterin, eine große Blonde und eine große Dunkelhaarige. Da habe ich damals noch zu einem Freund gesagt, so richtig was falsch gemacht haben kann er ja nicht. Sehr schön. Ja, und das war hier das erste Buch, was wir rausgegeben haben damals. Das war Business-Netzwerke im Handelsblatt oder als Handelsblatt-Buch damals rausgekommen. Interessanterweise zum Beispiel mit dem Robert Pestel, sehr bekannt auch sein Vater, Eduard Pestel, ehemaliger Wissenschaftsminister in Niedersachsen. Und es gibt heute noch das Pestel-Institut, das auf seinen Vater zurückgeht. Und er war einer der großartigsten Systemtheoretiker, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Norbert Bolz hat da zum Beispiel auch mitgeschrieben bei dem Buch, den du ja auch noch auch kennst, der sich seither sicherlich sehr stark gewandelt hat. Kann man so sagen, ja. Ja, und interessanterweise damals noch, und daran kann man sehen, was das eigentlich auch für eine Zeit war, einer unserer Mitautoren war ein Vorstand von Lehman Brothers. Okay. Und ja, wir waren damals, da muss man sich überlegen, 94, 95, der neue Markt und eigentlich das Ende der Geschichte, Fukuyama, wir hatten die Wende hinter uns und wir hatten gesagt, jetzt geht es eigentlich nach vorne, das Paradies liegt vor uns, aber dem war nicht so und wir sind dann in den 2006er Jahren eigentlich so dahin gekommen, dass wir gesagt haben, eigentlich sind wir in einem Führungsvakuum gelandet. Und Johannes Erhardt kam damals mit der Idee an, wir müssten eigentlich uns sehr viel intensiver mit dem Thema Führung befassen. Und dann haben Johannes Erhardt, wie gesagt, Bildungstheoretiker, dann der Walter Gora, Ingenieur, den habe ich damals schon bei Philips kennengelernt, also in den 80er Jahren. Ich haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, wir wollen was über Führung schreiben. Und haben dann damals so einen multiperspektivischen Sammelband geplant. Und das Interessante eigentlich war, dass dann Hannes mit dem Thema ankam und sagte, eigentlich ist das eine Kunst. Du kannst das eigentlich nicht Führung rational greifen. Ja, und das eigentlich so mit einer ganz ähnlichen Argumentation wie Uwe Schneidewind letztes Jahr mit dem Thema auch Kunst kam in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ja, und das war diese Reihe und interessanterweise, also Johannes Erhardt, der muss man sagen, er hat in Berlin studiert, in der Sorbonne, hat sich mit Sartre beschäftigt, zum Beispiel. Und ich fand es immer unheimlich interessant, dass er wirklich sich mit ganz vielen
Facetten dieser Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Und deswegen, also er hat zum Beispiel während seines Studiums in Berlin war im Umkreis der K1, dieser Kommune 1, auch sehr ganz bekannt. Und er hat eben hierfür zum Beispiel auch Johannes Rau gewinnen. Also ich kann dir nur einen kleinen technischen Hinweis geben. Du hast deinen Hintergrund geblurrt bei Skype und damit ist alles, was du jetzt in die Kamera hältst, auch okay, geblurrt. Gut. Da kannst du noch so dicht dran gehen mit dem Buch. Du hast deinen Hintergrund auf Skype falsch eingestellt, sodass alles, was du einblendest, nicht erkennbar ist, sondern nur dein Gesicht. Moment, mal gucken, ob ich das jetzt mal ändern kann. Ah. Weichzeichnen des Hintergrunds aufheben. Jetzt so, jetzt geht es. Ah, so, das war also das erste Buch. Business Netzwerke, Handelsblatt Verlag, kann man sehen. Ja. Und das war eben die neue Führungskunst. Und also Johannes Erhard kannte unter anderem Schröder, er kannte eben Rau. Und Rau hat sehr intensiv schon mit seinem Vater in der Jugendarbeit zusammengearbeitet. Und dadurch hat also Johannes Rau noch hier sein Tenor seiner letzten beiden Reden zusammengefasst. Und er wollte das unbedingt noch schreiben. Und damals war er sehr krank. Und das Buch haben wir immer weiter rausgeschoben, weil er eben aufgrund seiner Krankheit schon nicht mehr intensiv an diesem Artikel arbeiten konnte. Und als das Buch dann rausgekommen ist, war er dann leider auch schon verstorben. Okay. Und dann haben wir uns, und das wollte ich jetzt mal so ein bisschen als Aufhänger für heute nehmen, ein Buch 2008 war das, mit dem Thema Führen in der Krise befasst. Und da wollte ich eigentlich mal ein paar Zeilen kurz draus vorlesen. Als wir Mitte 2008 begannen, dieses Buch als Anschluss an den Band Projektführung und Projektmanagement zu planen, dachten wir vor allem an die kleinen und großen Krisen des Führungsalltages, die in Projekten und sonst wo im Unternehmen auftauchen. Natürlich diskutierten wir damals schon über strukturelle Probleme in der Weltwirtschaft. Dass die globale Krise dann so schnell und so knüppeldick kommen würde, hätten wir auch nicht gedacht. Obwohl der in dieser vorliegenden Textsammlung enthaltene Beitrag von Harald Wozniewski, der noch vor dem Knall entstanden ist, diesbezüglich fast schon prophetische Züge aufweist. Unser Ziel war es jedoch nicht, die Weltwirtschaft zu erklären. Während der Umsetzung des Bandes überschlugen sich dann die Ereignisse. Immobilienkrise, Bankenkrise, Autokrise, Wirtschaftskrise. Manche Entwicklungen beobachten wir dennoch mit Staunen, über andere ärgerten wir uns. Mit Sorge und Verwunderung betrachteten wir das ewige Rauf und vor allem Runter und das typische Verhalten komplexer Systeme, die aus dem Gleichgewicht gerieten. So brach etwa der Automobilumsatz zusammen und gleichzeitig meldete Volkswagen Rekorde. Während sich die Banken durch ein tiefes Jammertal lavierten, gab die Deutsche Bank die Devise Business as usual aus, begleitet vom Hurrageschrei geplanter Milliardengewinne und dicker zweistelliger Renditeziele. Überrascht hat uns der Tross renommierter Volkswirte, die uns vorkamen wie Straßenbahnpassagiere auf dem Weg ins Depot. Passagiere, die es verpasst haben, an der Endstation auszusteigen, weil die Fahrt doch wie geschmiert lief. Das Versagen der Modelle der bundesdeutschen Politikberichterstatter erinnert an das Weltbild des dänischen Astronomen Tycho Brahe, dessen minutiöse Beobachtungsdaten Johannes Kepler dabei halfen, die elliptische Form der Planetenbahnen zu entdecken. Tycho Brahes Modell war von ungeheurer Präzision und prognostizierte die Planetenbewegung bis ins letzte Detail. Die Sache hatte nur einen entscheidenden Haken. In Brahes Modell kreisten alle Planeten um die Sonne, die aber ihrerseits selbst um die Erde kreist. Brahe konnte damit gut leben. Der geozentrische Anspruch des Klerus wurde so gewahrt und gleichzeitig stimmten die Daten offensichtlich. Wissenschaftliches Renommee und wirtschaftlicher Erfolg ohne Ärger mit dem Auftraggeber ist heute noch der Traum eines jeden abhängigen Wissenschaftlers. Ja, da sind wir ja mitten in unserem Thema. Ja, genau. Ja, aber das musst du überlegen, das ist 12 Jahre her. Und wir sind wieder genau in der gleichen Situation. Ja. Und das fand ich eben wirklich spannend, gerade zu prophetisch, was wir da gemacht haben. Mhm. Ja. Das ist ja in der Verlagsreihe erschienen, wo du ja der Verlagsgründer warst, ne? Nee. Ich war nur im Beirat des Verlags. Ah, okay, alles klar. Über ein Jahr war wissenschaftlicher Beirat, also auch nicht ökonomisch. Und habe mich damals so ein bisschen auch mit dem Thema des Programms des Verlages befasst. Okay. Das war so meine Hauptaufgabe. Aber damals. Ihr habt ja wirklich eine Reihe von richtig guten Büchern damals rausgegeben.
Ja, das waren 11 und zwei sind dann leider in der Insolvenz des Verlages dann unter die Räder gekommen. Okay. Da war das mit den Rechten extrem schwierig. Ja, und das war eine ganze Reihe und teilweise wirklich mit interessanten Büchern, wo man sicherlich nochmal das eine oder andere Thema nochmal aufgreifen kann. Gut, unser Thema ist ja Adidas, Rohrstedt und schlechtes Unternehmertum in Zeiten des Virus. Wie siehst du jetzt einmal die Überleitung zu Adidas? Ich hätte ein Thema, was ich extrem spannend finde. Und zwar, wir haben seit 1982 das Thema Aktienrückkäufe. Bis 1982 waren Aktienrückkäufe als Kursmanipulation verboten. Und also Stichwort Reaganomics, also man muss ja sehen, also diese neoliberale Wende, die wir hatten, die kam ja vor allem erstmal durch Reagan und Thatcher. Und dann hinterher mussten dann mehr oder minder notgedrungen oder vielleicht auch mit großer Freude andere auf dieses Boot aufspringen. Also insbesondere eben der Agenda-Prozess, den wir, also die Agenda 2020 von Schröder, die ja sozusagen auch als Antwort auf Reaganomics und Thatcherism dann gestaltet war. Und ich bin letztens nochmal darauf gestoßen, dass also die Firma Boeing zum Beispiel in der Krise, mitten in der Krise, als die 737 Max schon gegroundet war, also nicht mehr fliegen durfte, dass die damals noch Aktienrückkäufe auf Kredit gemacht haben. So, warum macht man das? Warum kauft man Aktien zurück? Das hängt, ein Grund, den wir da haben, ist, man gibt Aktienpakete an die Vorstände aus. Damit verwässert man den Wert der Aktien. So, um das sozusagen wieder reinzuspielen, nutzt man dann eben die Aktienrückkäufe, um sozusagen die Kurse der Manager-Aktien dann steigen zu lassen. Und das ist natürlich auch im Interesse der Manager, weil ich, wenn ich ein Aktienpaket habe, kann das durch so einen Aktienrückkauf nochmal so richtig, kann ich das nochmal so richtig hebeln. Und das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Modell. Aber jetzt muss man dazu sagen, was bewirken eigentlich solche Aktienrückkäufe? Zuerst mal, sie sorgen für eine höhere Verschuldung des Unternehmens. Es machen die Unternehmen weniger krisenanfällig, ja, dadurch, dass ich eben eine höhere Schuldung, weniger Liquidität habe. Und letztlich, das Geld wird nicht in Personal gesteckt, das wird vor allem nicht in Innovationen gesteckt. Ja, sondern das führt eben auch dazu, dass man dann dazu neigt, bestimmte Innovationsprozesse dann auch oder andere Sachen outzusourcen und sozusagen das dann vom Markt wieder zuzukaufen. Ja, und das sind im Grunde genommen diese Aktienrückkäufe. Interessant war, dass eben Daimler, wir haben gerade über das Jahr 2008 gesprochen, da 2008 Aktien im Wert von fast 8 Milliarden, also 7,5 Milliarden Euro zurückgekauft hat. Und dadurch so in Schieflage gekommen ist, als dann die Krise kam, dass dann Abu Dhabi mit 2 Milliarden Euro einspringen musste. Und die sind heute mit 9% der größte Aktionär von, also glaube ich, ungefähr 9% der größte Aktionär von Daimler. Ja, und das muss man sich einfach mal vorstellen. Also das ist, dadurch begibt man sich so dann auch in eine ganz neue Abhängigkeit. Ähnliches hat natürlich auch Adidas gemacht. Die haben 2018 ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Und das ging dann um 3 Milliarden Euro, ursprünglich bis März 2021. Aber ja, und was hat man? Das Geld hat man sozusagen versucht, über Kredite dann zu bekommen. Das heißt, man hat jetzt auf einmal eine relativ schiefe Bilanz. Ja, und jetzt schreibt man nach Krediten. Das ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Also jetzt gerade am 2. April hat Adidas nochmal gesagt, dass sie eben jede Menge Liquidität noch benötigen. Aber sie haben natürlich auch das Aktienrückkaufprogramm notwendigerweise dann auch gestoppt. Nun hat ja Adidas mit dem Rohrstedt einen vorne, der sich natürlich bestens auf dieser DAX-Konzern-Klaviatur auskennt. Also
Er kam von Henkel, hat seine Karriere auch systematisch vorbereitet. Ich habe das ja auch ausführlich mal geschildert, wie das abgelaufen ist. Ich habe ja damals eine größere Reportage dazu geschrieben, habe dann viele Insider-Informationen bekommen. Übrigens auch aus dem Umfeld des Aufsichtsrates von Henkel, so viel darf ich verraten. Habe dann also intern da eine ganze Menge zugespielt bekommen. Und insofern verwundert das ja nicht, dass bei Adidas diese, sag mal, Bilanzkosmetik und Kurskosmetik betrieben wird. Dafür ist er eingekauft worden, muss man jetzt sagen. Also ich kann zu Rorschach eigentlich relativ wenig sagen in persona. Ich habe ihn einmal kurz getroffen auf einer Veranstaltung, also mehr auch nicht. Und ich muss sagen, ja, dafür ist er gekauft worden, weil er hat natürlich auch, sag ich mal, bei Henkel sicherlich auch mal den Kurs mal kräftig nach oben gebracht. Mhm. Ja, so, die Frage ist natürlich, war das nachhaltig? Ja. Ja, und dann muss man sich den Kurs über die Zeit anschauen und dann gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal das ein oder andere Fragezeichen. Ja. Aber er hat sich. Aber ich glaube, sein Ding war es, nach Adidas zu gehen. Oh. Das war, glaube ich, sein Traum. Genau, das hat er ja dann auch in Interviews dann auch im Vorfeld deutlich gemacht. Also insofern hat er auch eine geschickte Karrierepolitik in eigener Sache gemacht, was die öffentlichen Auftritte auch anbelangt. Alles nachzulesen, auch nochmal bei ichsagmal.com, da habe ich das ja in Vorbereitung von heute dann auch nochmal dargelegt, wie das gelaufen ist, welche Leute dann mitgeholfen haben, welche Seilschaften da eine Rolle gespielt haben, die dann bei der Deutschland AG bis zum heutigen Tage immer noch eine große Rolle spielen. Er hat sich ja in den vergangenen Monaten, also vor dem Ausbruch auch der Corona-Krise, dafür abfeiern lassen mit entsprechenden Rekordzahlen. Wie siehst du aber, wie gesagt, du hast die Bilanzkosmetik, Aktienrückkäufe, die ganze Programmatik, die dahinter steht, angeführt. Ja, wie substanziell ist denn das, was da abgelaufen ist? Also wie gut steht Adidas wirklich da? Ja, das ist genau der Punkt. Also das heißt, ich habe sozusagen diesen Hebel, also ich steigere den Aktienwert eines Unternehmens, aber gleichzeitig muss ich Liquidität in Form von Krediten dann bekommen, ja, beziehungsweise natürlich durch auch entsprechende Kostensenkungsmaßnahmen arbeiten. Und dann die Frage ist natürlich, wie resilient ist dann noch so ein Unternehmen? Und das finde ich eine extrem spannende Frage. Also wie anfällig ist das Unternehmen dann vor Krisen? Ja? Also der Ralf Schwarz hat das ja in einem Facebook-Kommentar nochmal dargelegt. Wenn es gut läuft, war es der CEO Kaspar Rohrstedt. Wenn es wie gerade scheiße läuft, muss Team Adidas herhalten. Dies Gebaren wäre mir als Aufsichtsrat keine 8 Millionen pro Jahr wert. Sorry. Auch wenn der Kaspar jetzt auf 4 davon verzichtet, da könnte man coolere Zeichen setzen. So Ralf Schwarz. Ja. Ja. Ja, also ich das ist natürlich eine Frage, die wir ganz grundsätzlich haben. Ist eigentlich diese Diskrepanz zwischen dem, was ein Mitarbeiter verdient und diesen hochrechnenden Summen, die Aufsichtsräte sich ja in so einem Ping-Pong-Spiel über die letzten 40 Jahre zugeschanzt haben, muss man ja ganz klar sagen. Der Manager-Kapitalismus ist ja auch irgendwas, was so in der Post- oder in der Reagan-Ära eigentlich so richtig durchgestartet ist. Und die Frage ist, sind wir da nicht an einem Exzess angekommen, ja, wenn wir da Faktoren von 200 oder sowas haben, ja, und es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, es gab ja auch mal eine entsprechende Initiative in der Schweiz, dass man sagt, man müsste eigentlich die Managergehälter begrenzen, ja, und da muss man sich einfach fragen, was ist eigentlich der Wert eines Managers, ja, und meiner Meinung nach, man sollte es vielleicht nicht begrenzen, aber ich glaube, man müsste das Thema Haftung nochmal ganz in die Karten Haftung ganz anders ausspielen. Ja, generell vielleicht auch die Mitsprachemöglichkeiten. Du hast die Aufsichtsräte angesprochen, aber es gibt ja, sagen wir mal, eine Analyse von Professor Martin Hellwig, der sagte, naja, wenn man sich das mal genauer anschaut, gibt es sogar ein Trend, dass die Vorstandsbosse sich sogar von den Interessen der Aufsichtsräte und Aktionäre abgekoppelt haben. Ja. Also, dass die ganzen Gehaltsexzesse der vergangenen Jahre eigentlich, ja, so, also ein DAX-Vorstand hat es dann vorgemacht und die anderen sind gefolgt und die Aufsichtsräte nicken das ab. Und Hauptversammlungen spielen dabei sowieso keine Rolle.
Also ich sage jetzt mal, als Kleinaktionär würde ich auch sagen, wenn ich da meine 3,5 Aktien habe, dann wäre mir lieber, dass die Mitarbeiter anständig bezahlt werden, Ja. als dass das Geld eben in die Horrenden. Ich meine, wir sprechen von Multiples da an der Stelle. Ja? Also dass das Geld also eben dann so konzentriert an einzelne Leute geht, finde ich problematisch, muss ich wirklich sagen. Ja. Was müsste man denn ändern? Im Aktienrecht müsste es einmal andere Ja. Mitsprachemöglichkeiten geben. Thomas Sattelberger hat in seiner Vor-FDP-Zeit dann auch mehr Unternehmensdemokratie eingefordert. Ich weiß nicht, ob das immer noch auf seiner Agenda steht. Also, dass es da mehr, also es müsste irgendwie so eine Art APO geben, kritische Öffentlichkeit und mehr Macht bei den Hauptversammlungen oder bei den Aktionären. Danach vielleicht auch die institutionellen Aktionäre stärker zurückdrängen oder ja, also was wäre deine Ansicht? Also wir haben natürlich im Moment die Situation, dass der Liquiditätsbedarf im Moment durch die Decke geht. Das sieht man an allen Zahlen im Moment. Und jetzt, wie holen sich die Unternehmen Liquidität eigentlich über Kredite? Kredite ist natürlich ein denkbar schlechtes Geschäft für das Unternehmen sowieso, aber auch für den Staat. Ja, also das heißt, wir geben natürlich da der Staat oder wir als Gemeinschaft gehen da natürlich voll ins Risiko. Und ich könnte mir einfach auch Modelle vorstellen, dass man sagt, okay, Kredite gibt es vielleicht nicht, sondern oder vielleicht nur im Kontext von Staatsbeteiligung. Also liebe Firma, da musst du auch ein bisschen von deinen Assets abgeben, sozusagen erstmal in die Verwaltung eines Staatsfonds, zum Beispiel nach norwegischem Vorbild geben. Und dann zeigst du mal, ob du dich dann auch entsprechend entwickeln kannst. Und wenn sich das Unternehmen dann entsprechend wieder entwickelt, dann kann man natürlich das auch wieder in irgendeiner Form an die Gemeinschaft dann ausschütten. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Modell. Ich habe ja so ein bisschen böse mal gesagt, brauchen wir eine Treuhand 2.0. Ja, aber das ist ja im Grunde genommen Treuhand 2.0, Staatsfonds oder wie auch immer. Ja, ich meine, bei Treuhand zucke ich natürlich auch. Deswegen war ja natürlich auch eine Provokation von mir. Aber zu sagen, okay, im Grunde genommen muss ich jetzt die Kreditvergabe auch an bestimmte Kontrollmechanismen dranhängen. Das funktioniert natürlich nicht bei kleinen Unternehmen, aber ich denke, beim Unternehmen, das 15 Milliarden oder weiß nicht was Aktienvolumen hat, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, oder 10 Milliarden Bilanzsumme oder was auch immer, ja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal eine blöde Zahl, ja. Es kann auch eine ganz andere Zahl, 15 Millionen oder was auch immer sein, ja. Dann muss man sich natürlich jetzt überlegen, habe ich denn bei solchen Unternehmen unter Umständen darüber einen Hebel? Das sieht natürlich ganz anders aus bei den kleinen Gewerbetreibenden. Ja, da müssen wir im Grunde genommen wirklich die Schleusen öffnen. Ja, und ob das jetzt Helikoptergeld ist oder ob das bedingungsloses Grundeinkommen ist oder was auch immer. Aber da brauchen wir natürlich andere Modelle. Wir müssen erstmal Liquidität in den Markt kriegen. Ja, aber ich würde es nicht bei jedem ohne Bedingungen machen. Ja, bei dem Kleinen muss ich zu bedingungslos machen, aber bei den Großen kann ich da durchaus über Bedingungen nachdenken. Oder wenn Mitarbeiter auf Gehalt verzichten, zum Beispiel zu sagen, okay, Gehaltsverzicht nur gegen Mitbestimmungsrechte oder auch Beteiligungsrechte. Ja, warum nicht? Ja, also ich glaube, da müssen wir einfach etwas kreativer sein. Ich meine, das sind, wie gesagt, das sind Hypothesen, die müsste man sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal sich sehr genau anschauen. Wie gesagt, wir stehen da jetzt unter dem Druck, relativ schnell entscheiden zu müssen. Aber das sind natürlich Ansätze, die an anderer Stelle schon diskutiert worden sind. Ja, vor allen Dingen darf man einfach diese Exzesse nicht weiter durchgehen lassen, dass Leute dann, dass Firmen Kurzarbeit anmelden, Staatskohle kassieren und trotzdem dann auch noch irgendwelche Prämien dann ausgezahlt werden. Ne? Also das war ja auch in den vergangenen Tagen ein Ja, Thema. Ne? also da war ja dieses Worst-Case-Szenario quasi, das bei Boeing passiert ist. Ja. Die also sich im Grunde genommen in den Rettungsschirm geflüchtet haben, aber vorher noch jede Menge Geld verteilt haben. Das kann es nicht sein. Ja, Ja. ja. Wie siehst du überhaupt die Situation, wenn man sich die Aktienrückkaufspolitik anschaut, um Kurspflege zu betreiben, um ja, vielleicht auch dann höhere Prämien zu kassieren, sich als DAX-Vorstand anders zu inszenieren in der Öffentlichkeit? Ich meine, Herr Rohrstedt beispielsweise, der konnte ja kaum vor Kraft stehen, ja, nicht? Also wie glänzend er sich in der Öffentlichkeit dann auch präsentiert hat mit den Zahlen.
du hast Daimler angeführt, du hast andere Beispiele angeführt. Prinzip schwächen sich ja damit auch diese DAX-Konzerne an ihrer Innovationsfähigkeit. Ist das vielleicht sogar eine systemimmanente Frage, wenn man sich die DAX-Konzerne anschaut? Ja, du musst dir doch überlegen, das war bis 1982 war es schlicht illegal, das zu machen. Also es wurde von der SEC verfolgt. Es hat sich noch nichts geändert. Ja, es ist eine rein politische Entscheidung gewesen von der Administration Reagan, die gesagt hat, die Druck auf die SEC da auch ausgeübt hat und gesagt hat, wir wollen jetzt hier bestimmte Mechanismen ermöglichen. Und Aktienrückkäufe war eben einer dieser Mechanismen. Ja, aber daran hat sich doch die Situation nicht geändert. Also man hat eigentlich nur etwas, was bislang als kriminell galt, als normal definiert. Ja, das ist genauso, wenn jetzt der Gesetzgeber hingehen kann und sagt, ach, du kannst einfach auf die Straße gehen, mir mal einen auf die Schnauze, Entschuldigung, Plauze hauen, ja. Und dann ist das auf einmal legal. Ja, das kann es natürlich nicht sein. Ja, das ist völliger Irrsinn, meiner Meinung nach. Und da sind einfach auch Fehlentscheidungen getroffen worden. Man muss mal wieder sagen, da sind wir natürlich auch so ein bisschen, hängen wir natürlich so ein bisschen wie Puppet on the Strings. Das heißt, wenn ein großer Akteur wie die USA solche Entscheidungen trifft, was machen wir dann? Hm. Ja, sind wir so unabhängig? Und jetzt muss man sehen, wo kommt das Geld her? Die große Angst, die Politik hat, und das verstehe ich auch, wenn wir jetzt die Schraube anziehen, dann gehen die ganzen großen Kapitalakkumulationen, also die BlackRocks dieser Welt, gehen dann aus dem deutschen Markt raus und dann haben wir ein Problem. Hm. Ja? Weil wir brauchen natürlich auch gewisse Gelder hier im Markt, damit wir investieren können und so weiter und so fort. Das ist ja immer das Problem, nationalen Alleingang kann man da wahrscheinlich nicht machen. International wird es dann wahrscheinlich wieder schwer. Wir sehen das ja auch bei dem Thema Transaktionssteuer. Ja. Der europäische Weg ist dann halt ein doch sehr abgeschwächter, kompromissbehafteter, nicht so überzeugend, was da vom Finanzminister Scholz vorgelegt wurde. Es gibt zu viele Ausnahmen. Wie genau. Eine Transaktionssteuer kann meiner Meinung nach wirklich nur funktionieren, wenn ich sie auf alles habe. Mhm. Also wirklich, ich fange an beim Brötchenkauf, gehe über das Aktiengeschäft bis hin zum Asset-Deal, alles. Mhm. Ja? Und dann aber natürlich mit einem sehr kleinen Beitrag. Das ist ja eigentlich auch der Charme an der Sache, dass ich eigentlich mit einem relativ kleinen Beitrag doch fiskalpolitisch einen gewissen Hebel habe. Gut, jetzt hast du eine Geschichte angeführt, die ja auch öffentlich diskutiert wird in der Frage der Finanzhilfen, dass dann entsprechend der Staat dann einsteigt bei den Firmen. Mhm. Dann hätte man jetzt... Commerzbank, da haben wir genau. Ja, das könnte man noch geschickter machen, aber ich fand das jetzt erstmal nicht falsch. Das ist nicht falsch und vor allen Dingen haben wir dann ja auch wieder ein Stück öffentlicher Kontrolle drin. Ja, bei Kontrolle bin ich immer ein bisschen skeptisch. Also ich glaube einfach, es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Also wenn wir als Gemeinschaft, also das Geld, was ja in die Commerzbank reingesteckt worden ist, war ja unser aller Geld. Ja, es war nicht das Geld der Commerzbankkunden, sondern es war nicht das Geld der Commerzbankaktionäre, sondern aller Geld. Und wenn ich irgendwo Geld reingebe, dann will ich da verdammt nochmal eine Gegenleistung für haben. Genau. Und das Prinzip muss ich erstmal berücksichtigen. Ja? Und es kann nicht sein, dass es sozusagen Geld ohne Gegenleistung gibt. Das ist mein ganz simples, vielleicht auch stupides Verständnis des Betriebswirts. Wenn man allerdings das Gebaren eines Mannes wie Rohrstedt anschaut, wird da nicht sehr viel Verständnis zu ernten sein, zumindest auf dieser Seite. Also diese Geschichte mit den Mieten, wo dann Adidas dann wieder zurückgeschwommen ist oder Rohrstedt auch wieder zurückgeschwommen ist, ist ja nur ein kleiner Indikator für die geistige Situation bei diesen Managern, oder? Ja, das ist auch eine Frage der Marktmacht, die letztlich da ist. Also ich meine, du wirst natürlich, wenn du merkst, dein Umsatz geht runter, dein Ertrag geht runter, dann wirst du steuern. Ja, und der Klassiker ist, zuerst werden mal die Freiberufler freigesetzt. Ja, man versucht erstmal die Leute, die für einen wichtig sind, zu halten. Das nächste ist, man fängt an, mit den Vermietern zu verhandeln. Habe ich auch mal in so einer Situation gemacht. Ja, das sind die Klassiker. Und ich überlege, wo kann ich mir sparen? Und das ist erstmal ein völlig rationales und vernünftiges Verhalten. So. Wenn es aber jetzt um das Thema Marktmacht geht, wird es natürlich schwieriger. Also wenn die jetzt einfach sagen, so, wir sind die Großen und wir machen es einfach nicht mehr, dann wird es ein Problem. Ja? Sondern wir müssen eigentlich Mechanismen haben, dass auf Augenhöhe verhandelt wird.
an der Stelle. Das Problem, vielleicht noch einen Satz dazu, das ganz große Problem, was ich dahinter sehe, ist, dass dann irgendwann mal die kleinen Vermieter, die kleinen Geschäfte und so weiter, die das Spiel nicht mehr mitspielen können, genau. Und dass die dann rausfallen. Also der Tod des Mittelstandes. Und wenn man sieht, also dass wir, ich nehme mal das Beispiel der Kaiserstraße, die hat ja 95% oder so schon Filialisierungsquote. Mhm. Ja, und wenn man heute in die Städte reingeht, dann sind ja die meisten Objekte, die meisten Büroobjekte ja schon in der Hand von irgendwelchen Fonds. Also hier unsere, die Post zum Beispiel hat Tausende von Immobilien an einen Fonds, ich glaube in Florida sitzt der, verkauft. Ja, so. Damit ist natürlich auch sozusagen der Zugriff der Städte auf diese Fonds, also sozusagen auf diese Objekte, wie kann ich diese Objekte als Teil der Stadtentwicklung nutzen, geht auch verloren. Ja? Und das hat natürlich auch große Nachteile für die Städte und das darf man auch nicht übersehen. Klar, ganz extrem übrigens auch in London, ne? in der City. Ja. Also das sind, glaube ich, oder 4 oder 5 große Investoren, die da alles beherrschen. Das Problem besteht ja, dass eigentlich eher, sag mal so, die Kleingewerbetreibenden wirklich leiden. Es ist ja schon überraschend, dass, sag mal, Adidas zu den ersten Unternehmen zählt, die so quasi nach vorne gehen. Ich kann sehr gut verstehen, dass ein inhabergeführter Laden, der jetzt, sag mal, in Bonn irgendwo in der Innenstadt sein Geschäft hat, dass der natürlich jetzt leidet an der Gewerbemiete. Die können durch die Gewerbemiete wirklich in die Pleite getrieben werden, wenn sie jetzt keine Umsätze machen. Aber dass so ein Laden wie Adidas zu den ersten Unternehmen zählt, das nach vorne geht, das ist natürlich schon ein bisschen pervers. Ja, und aber jede Krise ist auch immer wieder mit Umverteilung behaftet. Und deswegen muss meiner Meinung nach der Staat oder wir als Gemeinschaft müssen hingehen und sagen, dem müssen wir Riegel vorsetzen. Das darf eigentlich nicht passieren. Sonst haben wir wirklich überall nur noch diese großen Einheiten. Und ob wir das bei Wohnimmobilien haben, ob wir das bei im Gewerbebereich haben, also die ganzen Büroobjekte, das ist schon problematisch, finde ich. Ja, da ist eine Konzentration da, die nicht gesund ist. Nur, wie willst du das umkehren? Durch eine Rekommunalisierung? Kann man machen. Also Rekommunalisierung gibt es. Also ich nehme immer gerne das Beispiel Solingen. Wir haben zum Beispiel Wasser rekommunalisiert, einfach um uns hier als Stadt vor den Privatisierungstendenzen zu schützen. Finde ich eine völlig kluge und richtige Entscheidung. Also das kann man sicherlich machen. Das setzt aber voraus, dass die Kommunen eine vernünftige Finanzierungsbasis haben. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das Thema Gewerbesteuer. Mm. Also ich finde nicht die Gewerbesteuer falsch, aber wie die Gewerbesteuer verwendet wird und wie sie erhoben wird, finde ich extrem falsch. Dadurch haben wir natürlich Ungleichgewichte. Also das heißt, eine Stadt, die einen Flughafen in der Nähe hat, die Gewerbeflächen hat, ja, die suhlen sich in Gewerbesteuereinnahmen. Und wir sind hier topografisch in einem Bereich, wo wir einfach keine Flächen mehr haben. Ja? Und das ist natürlich ein Problem. Wir können mit unseren Gewerbesteuereinnahmen zum Beispiel hier überhaupt nicht mehr wachsen. Ja? Oder wir könnten nur wachsen, wenn wir dann wertvolle Naturflächen zerstören würden, während auf der anderen Seite ein paar Kilometer weiter einfach die Flächen noch immer im Überfluss vielleicht nicht, aber doch noch großzügig da sind. In München beispielsweise ist eine Rekommunalisierung im Immobilienbereich gar nicht so einfach, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Denn es sagte mir eine Dezernentin, man müsste ja, sag mal, wenn sich beispielsweise Genossenschaften bewerben, ja, um etwas zu erwerben, wird ja dann trotzdem der normale Marktpreis genommen. Das ist die gesetzliche Vorschrift, ja. Und wirklich den Marktwert, ja. Und der Marktwert ist so extrem gestiegen, dass er mal dann solche genossenschaftlichen Anbieter oder Mitbewerber überhaupt keine Chance haben. Also Rekommunalisierung beispielsweise in München zu betreiben im Wohnungsbereich ist nicht so easy. Nee, wobei man muss sagen, dass denke ich jetzt wir eine Chance haben, dass wir in eine Delle reinkommen. Das heißt, wir sehen einfach, dass weniger Gewerbeflächen gebraucht werden, einfach aufgrund der wirtschaftlichen Krise. Also diesmal ist es so, dass eine Krise quasi der Realwirtschaft dann
die Immobilienwirtschaft nach sich ziehen wird. Wobei, das war ohnehin schon zu erwarten. Wir waren da an der einen oder anderen Stelle in der Blase. Habe ich ja schon vor Corona auch an der einen oder anderen Stelle schon gesagt. Und ich glaube, wir werden jetzt einfach in eine Situation reinkommen, dass diese Gewerbeimmobilien im Preis und auch, denke ich, Wohnimmobilien im Preis fallen werden. Und das, weil natürlich dann auch teilweise Gewerbeflächen in Wohnflächen umgewandelt werden und so weiter. Und wir haben natürlich auch strukturelle Veränderungen. Also ich rede ja immer gerne über das Thema Industrie 4.0. Industrie 4.0 braucht einfach weniger Fläche. Und wir sehen jetzt durch die Krise, dass viele Menschen auf einmal merken, okay, ich kann ja Homeoffice machen. Ich muss mich ja gar nicht in den Flieger setzen. Ich muss nicht unbedingt jetzt, wenn ich, also für ein Unternehmen, für ein Dienstleistungsunternehmen ist ja die Miete einer der größten Kostenblöcke. Und wenn ich jetzt sagen kann, okay, ich nutze die Fläche, die ich habe, viel intelligenter, ja, oder habe vielleicht gar nicht ein eigenes Gewerbeobjekt, sondern miete mir das an, was ich brauche, also sprich Coworking Spaces und so weiter, sorge ich dafür, dass ich einmal im Monat irgendwo ein Meeting habe, in einem Meetingraum, den ich anmiete und so weiter. Also solche Modelle sind ja denkbar, nicht überall, klar. Mhm. Ja, also es gibt natürlich auch, wir sprechen immer über Homeoffice, eine Krankenschwester kann kein Homeoffice machen. Ja, müssen wir uns darüber im Klaren sein. Gut, aber fast jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland kann dezentral organisiert werden. Ich sperre mich immer gegen den Begriff, dass man jetzt nur auf Homeoffice zurückführt, sondern dezentrale Arbeit, das ist für mich dann so mal der bessere Begriff, ob der jetzt in den eigenen vier Wänden stattfindet oder beim Coworking Space oder. Aber Lutz, da wird schon kräftig dagegen geschossen. Ne? Also gestern in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung war wieder ein Beitrag, Homeoffice quasi als Strafe. Ja? Da wird also schon wieder vieles sturmreif geschossen, wo wir sagten, naja, die Krise zeigt ja, vieles ist möglich, aber man rudert da auch wieder zurück. Aber das siehst du immer. Also das heißt, du hast ja immer wieder, wird so eine Krise auch als Chance genutzt, bestimmte Interessen zu vertreten. Wir sehen ja jetzt gerade, dass zum Beispiel Umweltstandards gesenkt werden soll. Also die Wirtschaftsunion, die da im Moment sehr aktiv ist. Ja, dass man sagt, okay, ich muss bei den Autos Umweltstandards senken und so weiter. Völlig idiotisch, weil genau das Gegenteil. Ich muss so eine Krise nutzen, Innovation zu betreiben, neue Sachen zu machen und nicht das Alte wieder hochzuholen. Ja, also in meinen Augen, wir müssen gucken, wo ist denn jetzt wo bewegen wir uns eigentlich hin? Aber wir haben einfach auch in den Krisen immer wieder, sehen viele die Chancen, ihre Interessen durch Rollen rückwärts besser zu vertreten. Genau. So, leider. Teilweise mit total dämlichen Argumenten. Natürlich ist die Situation ja gar nicht vergleichbar mit einer normalen Arbeitssituation. Beispielsweise wir hier im Hause, im Romisch Sohn, ja, müssen zurzeit dann eben alle im Homeoffice arbeiten. Normalerweise ist der eine dann in der Hochschule, der andere ist in der Gezeitenausklinik und ich bin eigentlich fast immer im Homeoffice. Jetzt sind wir alle drei im Homeoffice. Das ist natürlich eine angespannte Situation. Die ist aber nicht vergleichbar mit dem Normalzustand, ne? Also wenn die FAS dann so ein Szenario entwickelt, wie dass das alles eine Strafe ist und Stress und überhaupt, ist natürlich nicht vergleichbar mit der normalen Situation. Ja. Nein, also im Gegenteil, du hast ja weniger Reisezeiten. Das hat ja auch viele Vorteile, die man da an der Stelle hat. Ja. Es ist teilweise ist die Zusammenarbeit viel intensiver geworden, weil einfach weniger Rauschen da ist. Also ich sehe da durchaus die Vorteile, die wir da haben. Und das wird sich auch wirtschaftlich durchsetzen. Ich meine, klar, wer hat was gegen Homeoffice? Vor allem Immobilienfonds. Denen gefällt das überhaupt nicht. Ja, klar. Ja, absolut. So, und da muss man immer fragen, wer sagt was, mit welchem Interesse. Genau, du könntest ja die Liegenschaften deutlich runterfahren. Ja, ist klar. Natürlich. Ja, sicher. Das wird kommen, bin ich fest von überzeugt. Also, wenn jeder Betriebswirt, der sieht, Mensch, ich kann nicht Gewerbestrom, Miete, Heizen und so weiter, da kann ich mal so richtig rangehen. Dann werde ich natürlich versuchen, das auch zu reduzieren. Ja? Ich wäre ja verrückt, wenn ich es nicht machen würde. Entschuldigung, aber ich bin ja, wie gesagt, schon in diesen Situationen gewesen und man sucht dann händeringend nach Hebeln, wo man dann eben. Ja, und ich meine, die Unternehmen müssen ja jetzt in den nächsten Monaten, auch wenn die Ausgangsbeschränkungen jetzt runtergefahren werden, genau dann an der Wirtschaftlichkeit dann arbeiten. Und dann sagen sie, okay, es hat doch super funktioniert, dass wir das remote machen, also behalten wir das erstmal bei. Vielleicht nochmal einen Satz. Wir haben angefangen, remote zu üben in Mitte der 90er Jahre bei Normen.
Wir waren damals eines der ersten, das nennt man Tiny Globals, also ein kleines Unternehmen, das global aufgestellt ist. Also wir hatten mit 60 Leuten, hatten wir schon Entwicklungsteams in 4 Kontinenten. Bei welchem Unternehmen war das? Norman Data Defense Systems. Ja. Und wir konnten also Deutschland, Holland, Malaysia, Australien, USA, ja, wir konnten uns nicht jeden Freitag zum Jurfix zusammensetzen oder so, ja, sondern wir mussten andere Wege finden. Wir haben also ein- oder zweimal im Jahr ein Meeting gehabt, ja, einmal mehr technisches, einmal mehr strategisch, ja, und dann haben wir uns anders organisiert und das ist auch machbar, ja, also insofern finde ich das jetzt, und für amerikanische Unternehmen, die Vertriebsorganisation, die Leute haben doch fast alle Homeoffice heute. Ja, auch da ist es möglich. Aber das, was wir jetzt also mal diskutiert haben, auf unterschiedlichen Ebenen zu reagieren, Rekommunalisierung, Staatsbeteiligungen, zu achten darauf, dass sag mal, inhabergeführte Unternehmen nicht über die Wupper gehen, eine bessere Politik bei der Gewerbesteuer, das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung für die Wirtschaftspolitik auf Bund-, Länder- und kommunaler Ebene. Ja, und das hat mich so ein bisschen am Gutachten des Sachverständigenrates gestört. Da können wir ja kommenden Freitag auch nochmal mit dem Achim Trüger drüber sprechen. Ich habe da so eine gewisse, ich würde jetzt sagen, Tristesse, mein neues Lieblingswort, der Instrumente gesehen. Ja, also das heißt, das sind Standardinstrumente. Ich fand es wenig kreativ. Das waren eigentlich die Sachen, die schon in der Vergangenheit gewirkt haben. Ich würde mir da andere Instrumente wünschen. Und da ist ja auch schon viel Vorarbeit gemacht worden. Ja, und aber ich habe so immer den Eindruck, so jeder Bereich ist so in seinem Silo und schaut da einfach nicht drüber weg. Übrigens nochmal zum Thema Silo. Wir müssen natürlich auch eins sehen. Die Krise, also ich stelle, diese Weltwirtschaft, das ist ja ein vernetztes System. Und ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wenn du montags morgens in der Fabrik kommst und die Maschinen laufen an. Ja, also das sieht man so schön in diesen alten Fabriken, die noch so Transmissionen haben. Und dann siehst du, wie so eins am anderen so langsam hochfährt. Und so wird das natürlich auch mit der Weltwirtschaft sein. Ja, also das heißt, du musst erstmal an den Punkt kommen, wo eigentlich auf globaler Ebene der Schalter umgelegt wird. Und wir haben noch viele Faktoren. Also ich habe jetzt gerade in der Economic Times of India gelesen, dass in Indien im Moment der Lkw-Verkehr stillsteht. So, jetzt muss ich mir überlegen, was ist denn auf den Lkws drauf? Zulieferprodukte für die Textilindustrie, Nahrungsmittel, Zulieferprodukte vielleicht für die Autoindustrie. Ja, so, und diese LKWs, diese riesenlangen Staus von LKWs da in Indien, was bedeutet das denn eigentlich? Ja, da muss ich natürlich sehen, dass das muss ja auch irgendwann zum Laufen kommen. Oder was in Afrika gerade passiert. Wie sieht es da aus, zum Beispiel Rohstoff da aus Afrika zu bekommen, also Nahrungsmittel zum Beispiel, Kaffee und so weiter und so fort. Also das heißt, diese ganzen Rädchen, die müssen jetzt irgendwann anfangen zu laufen. Und ob wir jetzt den Exit früher oder später machen, hat gar nicht so den ganz, ganz großen Einfluss. Das ist auch nur ein Teil. Wir müssen uns die Absatzmärkte anschauen, wir müssen uns die Beschaffungsmärkte anschauen, ja. Und wir müssen uns natürlich das anschauen, was hier für uns ist. Natürlich, also ich habe gerade heute Morgen auch wieder diese Krise, kein Friseur. Ja, das finde ich für mich persönlich dramatisch. Ja, dass ich nicht in ein Restaurant gehen kann, finde ich dramatisch. Und ich denke, im Kleinen müssen wir jetzt anfangen, da zu starten. Ja, und ich sehe im Moment auch durchaus eine Chance, dass man sagt, okay, mit Maske kann ich auch in ein Einzelhandelsgeschäft gehen. Ja, warum kann ich nie in einen Supermarkt reingehen, ja, und ins Textilgeschäft nicht? Also genau. Da sehe ich also auf dieser unteren Ebene, ja, da müssen wir jetzt ganz schnell was machen, dass wir da wieder was ermöglichen. Mhm. Ja, aber diese globale Ebene, das ist nochmal ein ganz anderer Snack. Ja. Gut, und es zeigt ja, du hast den Sachverständigenrat angeführt, da können wir jetzt an der Stelle schon verraten, wir machen ja am Freitag ein Special. Sohn trifft Bäcker mit einem Mitglied des Sachverständigenrates, also Achim Truge. Die haben ja ein Sondergutachten vorgelegt, ist jetzt auch nochmal in der FAS, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, veröffentlicht worden. Darüber unter anderem werden wir diskutieren. Und da, glaube ich auch, muss das Maßnahmenpaket, glaube ich, feingliedriger werden. Ne? Also ja. Man muss schon etwas genauer agieren als diese makroökonomische Brille, dass man hier und da dann eben bestimmte Verschuldungen ermöglicht. Ja, alles richtig. Aber man braucht eben auch eine Feinsteuerung.
Also wir sprechen ja auch von diesem Hammer-and-Dance-Szenario. Zu sagen, so, jetzt fahre ich erstmal alles runter, alles auf Stopp. Und dann fange ich an, sozusagen so langsam immer wieder aufzubauen, in kleinen Schritten was zu machen. Und ich glaube, das ist das, was sich im Moment wirklich andeutet, dass das eben dieses Szenario ist, wo wir eine Chance haben, wirklich das halbwegs in den Griff zu bekommen. Ich kann nur immer davor warnen, wir wissen ja so viel nicht. Also auch biologisch, ja, ich bin ja auch immer regelmäßig in Kontakt mit Biologen und wenn ich sehe, was die alles nicht wissen, ja, wie viele Fragen es da gibt, zum Beispiel, wie sieht es mit Immunisierung aus? Das kann jemand gar keiner sagen. Ja? Genau. Und es gibt eben diese, wodurch kommen diese Faktoren zustande? Und wir müssen natürlich eins sehen. Wir müssen also einerseits, das Allerwichtigste ist natürlich, dass wir das Gesundheitssystem innerhalb der Kapazitätsgrenzen halten, und zwar dauerhaft. Ja, nicht jetzt für die nächsten Wochen, sondern wirklich dauerhaft. Das muss das erste Ziel sein. Und das zweite Ziel ist natürlich, es gibt noch ein ganz anderes kritisches System. Jetzt stellen wir sich mal vor, dass auf einmal zum Beispiel hier im Fahrdienst der Deutschen Bahn auf einmal alle Leute krank. Ja, Köln, ja, alle Leute sind auf einmal krank oder in Quarantäne. Ja. Was passiert dann? Ja, also auch über solche Dinge muss man nachdenken, weil Klar. Das sind ja auch wieder die Leute, die krank werden und in Quarantäne sind, sind ja oft Experten. Wir sprechen ja immer von der Hyperspezialisierung. Die kriegt mich ja nicht einfach, kann ich ja nicht irgendwo aus dem Regal holen, sondern das sind Leute, die ich nicht so ohne weiteres ersetzen kann, Absolut. Wenn die ausfallen. Absolut. Und da muss ich ja auch nochmal drüber nachdenken. Ja. Also alles wichtige Fragen, die wir auch am Freitag diskutieren werden. Vielleicht schaut ihr euch auch nochmal das Sondergutachten des Sachverständigenrates an, um euch auf diese Sendung und auf diese Diskussion mit Achim Truger auch vorzubereiten. Ja, also wir sind sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Sohn trifft Bäcker. Wir haben jetzt wieder knapp eine Stunde uns unterhalten und ich glaube, ganz, ganz wichtige Fragen nochmal abgehandelt. Aber es geht weiter. Eben am Freitag mit einer Sondersendung und dann mit einem Mitglied des Sachverständigenrates. Ja, also wird, glaube ich, spannend am Freitag, oder? Ja, also wie gesagt, wir wissen vieles nicht und ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Licht ins Dunkel. Genau, und wir bleiben einfach in der Corona-Krise am Start und Freitag geht es weiter und natürlich dann mit dem regulären Termin dann wieder nächste Woche Montag immer um 15 Uhr. Sohn trifft Bäcker. Bis Freitag 15 Uhr und mit Achim Truger. Jo. Bis dann. Tschüss. Dann. Tschüss.